Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Devisenradar am 22. April, Mittwoch, 9:30 Uhr. Und wir wollen uns hier mal den Australdollar, hätte ich fast gesagt, nein, vielmehr den Neuseeland-Dollar anschauen, wenngleich hier die ozeanischen Persen, das sehen wir hier unten, wenn wir auf die Heatmap gucken, also auf die Übersichtsleiste der 15 inklusive Gold umsatzstärksten FX-Pairs. Also auch hier die Pairs, die die geringsten Spreads aufweisen. Da sehen wir das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar auch mit vorn tangieren. Britisch Pfund Yen auch gerade mit einem neuen Tageshoch. Sieht übrigens auch sehr, sehr bullisch aus, Britisch Pfund Yen. Aber ich möchte mich hier auf den ozeanischen Sektor konzentrieren, vielmehr eben dem Kiwi, Neuseeland-Dollar, US-Dollar im Speziellen. Und was kommt denn hier daher, kann man sagen. Wir schauen uns mal den Wochenchart an, also von oben nach unten praktisch. Und da fällt auf, dass wir hier beim Kiwi im Wochenchart-Intervall bereits in der Vorwoche und auch in dieser Woche schon hier ein Touch dieser Abwärtstrendlinie, die sich hier erstreckt seit dem Oktober 2014, sozusagen praktizieren. Und es ist höchst, höchst spannend, was eben der Neuseeland-Dollar jetzt noch draus macht. Wir haben ja schließlich noch ein Stück weit in der Woche an Performance-Tagen, an Performance-Möglichkeiten. Und wenn wir hier den Bereich 0,7715 sehen, an dem wir eben jetzt unmittelbar notieren, dann wird es durchaus wichtig sein, wie der Neuseeland-Dollar sich hier verhält. Gehen wir nämlich raus, idealerweise über das Hoch der Vorwoche über 0,7740. Dann haben wir hier auf Wochenbasis im Prinzip ein taktisches Kaufsignal, was weiteres Potenzial gen Norden versprechen dürfte. Also auf Wochenbasis sehr, sehr interessant. Der Wochenschlusspreis ist zwar noch ein Stück weit hin, aber die Tendenzen sind schon mal sehr vornehmlich. Schauen wir hier auf den Tagesschart. Was haben wir hier? Der versierte Charttechniker mag hier auch eine W-Formation erkennen. Ja, ich werde es mal kurz in den Chart reinzaubern. In dieser Manier. Ja. Also wir sehen sehr schön, ein Doppelboden wurde hier ausgebildet im Bereich 0,72. Ganz, ganz fantastisch. Round Number. Hier hat diese Unterstützungsmarke gehalten. Und von diesem Level ausgehend hat sich der Neuseeland-Dollar weiter emporgearbeitet. Hier diesen kurzfristigen Abwärtstrend im März durchbrochen. Dann hier ganz klassischen Pullback abgeliefert Anfang April. Und im Zuge dessen, dass es dann hier auch nochmal einen Retest dieses Levels gab bei 0,47. 74,50, sorry, genau dieses Niveau. Dann als Pullback-Muster genommen oder gedient vielmehr. Dann die letzte Woche auch stark angestiegen und jetzt eben hier unmittelbar am nächsten Widerstandscluster im Tageschart und wie gesagt 0,7715 auch auf Wochen-Monatsbasis. Und wenn wir uns jetzt hier drüber erheben, dann sieht das ganz, ganz gut aus. Also hier auf Tagesbasis haben wir einen Horizontalwiderstand, der kommt seit Oktober 2014 ins Bild und das ist doch schon eine Hausnummer. Insofern, wenn man das verknüpft mit dem Wochenchart, dass wir hier eine sehr, sehr interessante Ausgangslage haben. Also es sieht gut aus. Wir sind heute, wie gesagt, nahe dem Tageshoch. Es versprechen sich grundsätzlich auch weitere Aufschläge, denn der Neuseeland-Dollar hat sich bislang 50 Pips bewegt. Der Schnitt ist im Bereich zwischen 85 und 90 Pips, also 40 Pips nach oben sind noch möglich. Und das würde dann bedeuten, dass wir hier eben das Hoch der Vorwoche rausnehmen, dieser Kerze hier vom 17.04. Sehr, sehr interessant, auf jeden Fall im Auge halten. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal im Intraday-Chart an. Also gehen wir mal in die Stunde. Und da ist auch schön zu sehen, dass wir uns morgen am Pivot Point 0,7672 stabilisieren konnten. Klarer Verkaufsdruck blieb auf. Wir haben sogar jetzt hier vielmehr eine leichte Horizontalunterstützung ausgebildet mit den Niveaus der Vortage. Und das heißt, oberhalb dieses Cluster-Levels hier 0,7665, 0,7660 ist die Lage grundsätzlich bullisch. Wir stehen jetzt hier kurz vom Resistant Level 1, 0,7710. Von diesem Niveau ausgehend sind technisch-theoretische Konsolidierungsmöglichkeiten gegeben, die dann das Währungspaar unter Umständen hier nochmal eine komfortable einsame Lage bringen könnten. Also sprich auf das Paar oder dem Paar hier nochmal die Möglichkeit geben, hier Rücksätze zu vollziehen, um nochmal Schwung zu holen, auch Einstiegsmöglichkeiten dementsprechend zu bieten, um daran anknüpfend hier weitere Hochpunkte zu sehen. Rein technisch, wie gesagt, könnte es sogar bis zu Niveaus Richtung 0,7751, das wäre das Resistant Level 2. Bis zu diesem Niveau könnte es theoretisch noch gehen, wenngleich wir hier natürlich auch mit Blick auf die Vorwoche bzw. den Wochenstart hier bei 0,7725 einen leichten Widerstand haben. Der könnte so ein bisschen die Stimmung vermiesen, aber hier jedenfalls kurzfristig weiter hoch, dann hier Konsolidierung und dann möglicherweise weiter rausziehen. Das sieht nicht schlecht aus für den Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar. Insofern auf jeden Fall mal im Auge behalten. Wir schauen uns mal die Wochentagsstatistik an. Die kommt nämlich am Mittwoch.
Hier mit beeindruckenden 60% daher. Der Mittwoch ist beim Neuseeland-Dollar hier der bullischste Tag und das sogar recht anständig mit 60% positiver Schlusspreise und auch der stärksten Volatilität, die hier im Schnitt auf die letzten 52, auf die letzten 12 Wochen, ja, hier auf die letzten 12 Handelswochen sogar 102 Pips im Schnitt verspricht. Der große Schnitt liegt zwischen 85 und 90 und hier die letzten 12 Wochen sogar 102 Pips. Und die Wochenvolatilität prozentuale Verteilung liegt hier sogar bei 23%. Also heute ist ein Tag, da könnte durchaus ein bisschen was gehen. Das Einzige in Sachen Wermutstropfen ist die Saisonalität. Ja, die bläst nicht so richtig ins Horn. Natürlich für kurzfristige steigende Preise sieht es gut aus. Okay, bis Ende Mai definitiv erstmal eine Aufwärtstendenz. Aber wir sehen hier seit Mai, beziehungsweise im Anschluss vom Mai, haben wir hier eine sichtlich schwächere Tendenz. Und das ist natürlich rein technisch gesehen eher ein unschönes Bild. Schauen wir mal auf die nächsten 40 Tage, sozusagen rein von der Saisonalität betrachtet. Da sehen wir, dass der Mai, wie gerade angesprochen, unschön daherkommt, aber Mitte Mai spätestens hier auch wieder saisonaler Rückenwind, der das Währungspaar dann hier weiter hinauftragen dürfte. Und das passt im Prinzip auch zum Wochenchart, der, wenn wir über 0,7715 rausgehen, hier sicherlich weiteres Potenzial verspricht. Also Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar durchaus einen Blick wert. Hier auf die kurzfristige Phase bezogen im Bereich 0,7710, 0,7715 vielleicht mit einer Konsolidierung rechnen. Ja, der Druck ist derzeit hier enorm stark. Also hängt mit den Daten aus China und Australien Verzeihung, in der Nacht zusammen, dass der Markt hier so schön auftritt. Es könnte sich, wie gesagt, auch direkt eine weitere Fortsetzung ergeben. Also der Neuseeland-Dollar ist hier durch die Bank weg bullisch. Sehr, sehr interessant und sicherlich noch nicht am Ziel. Rücksätze erscheinen in dem Zusammenhang kaufenswert. Kommt es jetzt in dem Kontext hier zu einem Ausbruch, dann wäre das praktisch hier so eine Art Pullback-Level kurzfristiger Natur, was dann hier eine weitere Performance bescheren könnte. Ansonsten, wie gesagt, wenn wir hier von diesem Niveau aus ein Stück weit zurücksetzen, dann gilt es oberhalb von 0,76, 75, 0,76, 70 das Paar im Auge zu halten. Durchaus interessant. Wie gesagt, nicht vergessen, heute bullischster Wochentag. Das, meine Zuschauer, liebe Zuschauer, wäre es im Prinzip schon gewesen für heute und im JFT-Devisenradar. Wenn Sie mögen, schalten Sie morgen wieder ein. Da werden wir mal sehen, was wir für ein Währungspaar ausgraben. Nachher gibt es noch im JFT Live Trading TV den DAX und das ein oder andere Vehikel. In dem Zusammenhang noch einen sonnigen Resttag. Bis später, wenn Sie mögen. Ihr Christian Kämmerer.